Moin Moin und willkommen zurück zu Spider-Man Miles Morales. Moin Moin, hier ist der Angelus und wir befinden uns am Science Center. Ein Sturm zieht auf und wir gehen in die heiße Phase des Spiels. Finale Story! Mal gucken, ob wir Finn noch abhalten können, hier alles zu sprengen und ob wir sie auch noch retten können, weil sie ist ganz schön durchgedreht. Also schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Folge und wir brechen jetzt hier rein in Science Center und dann geht die Action bestimmt los. Danke für den Daumen nach oben gestern! Moin. Museum. Ein Astronaut. Finn? Bist du hier? Ich glaub nicht. Da haben wir die Oscorp Virtual Gallery. Oder die Virtual Galerie. So, was ist das denn hier? Eine Rollschuhbahn. So glatt poliert alles. Die große Halle. Hier ist das Science Center. Gibt viel. Okay, hier haben wir eine große Videoband. Der Preis bei der Messe, die Ausstellung mit unserem Konverter. Wir waren so stolz. Ja. Das liegt alles in der Vergangenheit. Gehen wir hier hin. Hier ist auch das lila Licht, vielleicht passt das. Zu Tinkerer. Underground-Kiste. Oh. Die nehme ich mit. Dass wir jetzt auch Kisten finden? Okay. Finn? Komm schon, wir müssen das beenden. Du und ich. Hatte sie nur draußen noch Leute, sie die aufpassen? Bei unserem Projekt sein. Den Flur runter. Hier drin ist überhaupt nichts an Verteidigung, ey. Aber überall noch so Regale, die man umschmeißen kann. Also wird hier bestimmt noch gekämpft. Huh. Satelliten, Raumsonden, alles da. Euer Projekt? Komm schon, lahme Ente. Ich will unser Projekt sehen. Und zwar in diesem Jahrhundert. Ich komme. Okay, hey, und Zeitreise. Wo sind wir? Ich habe den Museumsplan auf dem Handy. Unser Projekt ist in der Sonderausstellung. Oberster Stock. Unsere Namen auf einem kleinen Schild, wie bei echten Wissenschaftlern. Heute okay. Das Oscorp Science Center. Morgen alle großen Museen auf der Welt. Da hatten sie noch Träume. Gemeinsam. Oh, ein Hai. Hallo, Haifisch. Noch einer. Nice. Arme Tiere, die hier einfach so gefangen leben müssen. Wann kommt Rick denn nun? Er hat gerade geschrieben, er ist unterwegs zur U-Bahn. Also irgendwas zwischen 30 Minuten und 2 Stunden? Ja, wie immer. Mehr oder weniger. Ich kann mir auch hier die Schilder anschauen. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts malen sich Wissenschaftler die Besiedelung des Meeresbodens aus. Direkt vor ihrem Fenster könnten eines Tages farbenfrohe Clownfische und sogar mysteriöse Seeteufel vorbeiziehen. Ich kaufe den da Howard. Und jetzt Howard? Du? Leviathan. Ja. Gefällt mir! Eine, die sind ganz schön große Viecher da drin, ey. Meine Fresse. Okay, was ist das für ein Gestell? Algenfarmen sorgen für ein nachhaltiges, gesundes Leben unter Wasser. Schon heute werden Algen kommerziell angebaut und für eine Vielzahl von Produkten genutzt, von Farbstoffen bis hin zu Arzneimitteln. Ich frag mich, wie Algen schmecken. Vermutlich Grünkohl. Ich hasse das Zeug. Grünkohl schmeckt viel besser als Algen. Wieso weiß er nicht, wie Algen schmecken? Es gibt doch voll viel Sushi, wo so Algenblätter drumrum sind. Also, ich kenne das von Sushi. Und es schmeckt nicht wie Grünkohl. Grünkohl ist mein Lieblingsessen. Dieses Modell kombiniert das Design eines U-Boots mit der Tiefsee-Integrität eines unbemannten Unterwasserfahrzeugs. Geil. Der Prototyp von Oscorp sollte dem menschlichen Forscherdrang ganz neue Möglichkeiten eröffnen. So, welche müssen wir uns holen? Ja. Sowas könnten wir aus einem Staubsauger und ein paar alten Reifen bauen, wenn wir wollten.
Na dann, her den Staubsauger. Damit kommst du bis zur Titanic, ey. Kannst den zweiten Teil drehen. Ein Leben unter Wasser klingt wie Science Fiction für Sie? Die Zukunft ist bereits hier. Unterwasserlebensräume werden seit den 1960er Jahren weltweit genutzt. Tja, und wie es ausgeht, dieses hat man ja gesehen. Stellt einen festen Wohnsitz unter den Wellen vor. Heute wächst New York immer mehr in die Höhe. Stranden könnten wir auch unter Wasser bauen. Passe. Was? Hast du Angst? Haie und dunkle, winzige, enge Orte? Ein eindeutiges Nein von mir. Ja, und wenn du mal ein Wasserleck hast, dann wird alles nass. Voll doof. Und wie es ausgehen könnte, hat ja Bioshock gezeigt mit den Städten unter Wasser. Die gingen auch nicht so gut aus bei denen. Lag vielleicht daran, dass sie alle verrückt waren. Die Erde ist größer, als sie denken. 95% der Weltmeere sind noch unerforscht. Und könnten in Zukunft Ziel einer menschlichen Besiedlung sein. Schon schräg, wie wenig wir über unseren eigenen Planeten wissen. Tja, trotzdem ist der Planet bald tot. Und dann müssen wir woanders wohnen und nicht im Ozean, weil lieber auf dem Mars oder so. Dieser Studentenrabatt ist super. Wie findest du's? Fantastisch. Studentenrabatt? Oskorp wird wohl ordentlich was springen lassen, um das hier richtig cool Ich will auch Studentenrabatt. Warte nur, bis du die Lampen Dieser Taucheranzug ist einer der ersten aus dem frühen 18. Jahrhundert. Die ersten druckdichten Anzüge wurden für Bergungsarbeiten entwickelt. Jo. Heute sieht man solche Anzüge an Rettungskräften, Wissenschaftlern und Forschern. Ob ich den anprobieren darf? Nein. Ich würde ja zu gern sehen, wie du in dem Ding laufen willst. Besser als du in den Schuhen, die du beim Frühlingsball anhattest. Oh, komm schon. Deine waren ein ganzes Stück höher als meine. Gehen wir zur Haupthalle. Jo. Die ganz alten Tauchanzüge, wo du nicht mal den Kopf drehen konntest, weil das alles so fest montiert war. Ey. Da hast du dich echt gefühlt wie ein Goldfisch. Marsoberfläche. Die Sonderausstellung ist oben. Da ist der Aufzug. Wir haben noch Zeit, uns umzuschauen. Ich würde das gerne machen, mich umschauen. Hast du Dad angerufen? Ich finde das voll interessant. Wir treffen uns dann im Restaurant. Er sagt, die U-Bahn staut sich. Guck dir das an hier. Mit Solarpanels und da die ersten Bungalows. Dann kannst du da wohnen. Hast fette Aussicht hier auf den Krater Nummer 5. Das ist auch schöne Aussichten, dass du da wohnen kannst. Nett von deinem Dad, dass er uns gefahren hat. Hätte er die Sirene angemacht, wäre es schneller gegangen. Tja. Das wäre auf jeden Fall ein Auftritt gewesen. Dieses Modell schlägt eine Terraforming- und Besiedelungsinitiative auf dem Mars vor. Unsere Nachbarn im Sonnensystem. Die Nutzung der reichlichen Wasservorräte und Maßnahmen gegen die niedrigen Temperaturen ermöglichen hier ein Leben auf dem roten Planeten. Wie eine kleine Gemeinde auf dem Mars. Ja. Hier fehlen Cafés und Straßenkunst. Cafés und Straßenkunst. Für Straßenkunst musst du erstmal Straßen bauen, ey. Mit einer Formgedächtnislegierung, einem Memory-Metall, erschuf Oskorp diesen Metallprototyp, der seine Form bei Beibehaltung der Integrität ändern kann. Eines Tages könnte Memory-Metall in Maschinen oder sogar in ihrem Zuhause zum Einsatz kommen. Sieh mal, Metall, das die Form ändert. Schöne Idee, aber irgendwie zu einfach. Zu einfach, ließe sich bestimmt verbessern. Wie sie voll die Klugscheißerin ist. Programmierbare Materie ist doch voll geil. Können sie immer passend machen. Architektonische Innovationen sind der Schlüssel zum Überleben auf extraterrestrischen Planeten. Dieses Musterhaus schützt seine menschlichen Bewohner vor der Eiseskälte auf dem Mars. Sieh dir das an. Willst du ein Haus auf dem Mars? Klar. Ich nehme da meine Mikros mit, die Anlage, Sampler. Das wird wohl kaum erlaubt sein. Dann gibt's keine gute Musik auf dem Mars. Könnte ein bisschen größer sein, geräumiger, oder? Das sind ja recht kleine Kapseln hier. Das hier ist eine gute Drei-Zimmer-Wohnung mit auch 3 Haustüren. Und dann trotzdem noch die Flure da verbunden. Wenn die Flure miteinander verbunden sind, warum hat man denn da 3 Türen? Naja. Kann man sich eine aussuchen. So, hier kann man sich das halt von allen Seiten anschauen. Ist egal, welches Schild man anklickt. Hier haben wir noch eins. Die erst neue Raketen, okay. Oh, lass uns spielen. Ach komm schon, das ist doch nur Button-Mashing.
Button mashen. Du gibst dich geschlagen? Das habe ich nicht gesagt. Raketenstart, Minispiel. Los, schneller. Komm schon, du Rakete. Komm schon. Na los. Schaffe ich. Jawohl. Erster. Endlich bin ich mal besser als du. Aber nicht lange. Kampfgeist. Ich habe gewonnen. Okay, dann haben wir noch jemanden. Das Exit. Dann gehen wir nicht. Na, hier ist noch das Mondfahrzeug. Oder Mars. Fahrzeugen nachempfunden ist, kann bemannt oder unbemannt eingesetzt werden. Cool. Er kann Mineralien transportieren und Wasserquellen aufspüren und wäre somit für Marserkundungen geeignet. Scannt nach Mineralien? Transportiert Leute durch giftiges Ödland? Was kann es nicht? Stell dir mal vor, damit die Fünfte runterzufahren. Weg da, Fußgänger! Fährt das Ding auch elektrisch? Ich hoffe. Noch mehr Fahrzeugdinger. Und was ist das denn? Hier ist nichts. Solar? Die Erde bereits genutzt, könnte Raumstationen, Raumfähren und extraterrestrische Siedlungen mit Wärme und Strom versorgen. Diese Oscorp-Sticker zeigen, wie flexibel und günstig Solarzellen sein können. Ja. Bitte, greifen Sie zu. Oh, greifen Sie zu? Oh, das glänzt? Das sind tragbare, haftende Solarplatten. Oh, tragbar und glänzt. Cool, die davon kann man so mitnehmen. Ich weiß, früher auf einer Messe, da haben wir auch mal welche gekriegt. So ganz klein, so ein kleines Quadrat, was wir dann mitnehmen durften. Kannst halt nichts mitmachen, aber naja, hast halt eine. Nur wenn meine Familie mitkäme. In Unterricht, in Natur- und Technikunterricht, da haben wir mit Solarzellen ein bisschen was gebaut. Das war auch ganz cool. Und hier haben wir Antennen. Damit empfängt man dann auf dem Mars auch das Kabelfernsehen. Für die Kommunikation werden Funkantennen eingesetzt, jo, die Nachrichten lokal und interstellar senden und empfangen können. Die Soundqualität ist bestimmt der Hammer. Nicht aus dem All? Zu viele Neben- und Störgeräusche und die ganze Gammastrahlung, die da oben hirscht. Interstellar, auch super Film. So, jetzt können wir aber hier hin. Hab alles durchgeguckt. Ja, aber ich find's voll interessant. Ich schaue mir mal gerne alles an, so. Auch in neuen Spielen. Warum nicht? Habt ihr Karten für die Sonderausstellung? Karten? Oh, unser Projekt wird ausgestellt. Ja. Ich dachte, wir brauchen keine. Doch, und sie sind ausverkauft. Ich kann euch nicht hochlassen. Hä? Trotzdem danke. Aber unser Projekt? Also müssen wir anders rein. Sie unser sagte, Projekt? Es ist ausverkauft. Ja, aber siehst du die Tür? Der Flur dahinter führt um den Aufzug herum. Wir können doch nicht einbrechen. Natürlich. Wir müssen. Die Ausstellung geht doch nur noch bis morgen. Wir verpassen sie sonst. Das sind doch unsere Sachen. Wir sind doch hier die... Verschlossen. Die Stars. Ich kenne solche Schlösser. Man kann sie mit einem Lichtstrahl öffnen. Licht haben wir an den Handys. Aber das reicht nicht weit genug. Doch, wir müssen nur etwas Reflektierendes unter der Tür durchschieben. Etwas Reflektierendes... Ja, was Glänzendes. Wenn es variabel wäre. Was Glänzendes. Variabel? Meinst du damit formbar? Ach, wie gewählt du dich manchmal ausdrückst. Klappe. Doch, keine Solarzelle, doch. Oh. Na nu? Solarspiegel mit Kleber auf der Rückseite. Perfekt für ein lichtempfindliches Schloss. Siehst du? Ist das variabel genug, oder muss ich... etwas, das unter der Tür durchpasst. Ja, diese Linse passt doch da schon. Jetzt muss ich dann also auch noch so ein programmierbares Metall stehlen. Da stehen so viele Leute drumrum. Etwas, das lang und flach ist. Etwas, das beides sein kann. Formgedächtnislegierung. Ich kann die Form über die Museums-App ändern. Dass man das ja mal so mitnehmen kann, da ist aber jetzt hier die... Völlig verrückt. Ist das ein Metamaterial? Ja, nimm es. Lass dich nicht erwischen. Lass dich nicht erwischen, das ist... Weg hier. Ja, genau, so ein Riesenteil. Oh, Mann. Oh, tut mir leid. Alles gut. Peter und Otto. Ich klebe den Otto. Sticker auf. Und dann ist die Tür dran. Da die externen Tools sind direkt mit dem Computer des Kommandomoduls verknüpft. Wir könnten die Idee übernehmen mit einem neuralen Interface. Das würde die Stromversorgung überlasten. Nicht, wenn wir es über das gesamte Mesh integrieren.
Mit mehreren Eintrittspunkten. Hm. Meinen Sie, Sie kriegen das hin? Mit genug Zeit und sehr viel Kaffee? Auf jeden Fall. Ich sorge für den Kaffee. Gut gemacht, Peter. Was wäre ich nur ohne Sie? Wir sollten wohl ins Labor zurück. Wir haben die Mittagspause überzogen. Oh, Doc, es tut mir leid. Aber ich muss den Nachmittag frei nehmen. Es ist ein Notfall. Na klar. Schon wieder? Peter, haben Sie Probleme? Vielleicht zu Hause? Sie wissen, Sie können mir das sagen. Alles gut, aber tut mir leid, dass ich Sie hängen lasse. Nicht doch. Die Arbeit ist später ja auch noch da. Danke, Doc. Krasser Scheiß. Peter Parker und Otto Octavius. Hier schon getroffen. Damals kannte er ihn aber halt noch gar nicht, ey. Das ist entweder genial oder richtig, richtig dumm. Ja. Wenn wir irgendwann unser Forschungslabor haben, werde ich es... Ich hab Licht. Sag mir, wenn der Sticker auf den Sensor gerichtet ist, dann mache ich's an. Noch hat uns niemand gesehen. Schnell jetzt. Guck doch mal nach hinten, falls einer kommt. Alle gucken sie nur zur Tür. Taschenlampe? So geht das nicht. Guck mal, so, es geht doch, oder? Nein. So? Ha. Es hat geklappt. Geschafft. Na, natürlich hat es geklappt. Taschenlampenexperte. Noch mehr neue Taucheranzüge hier. Alte. Das war Wahnsinn. Ja, ne? Ich werde unsere gemeinsamen Aktionen vermissen. Wovon redest du? Hallo? Du bist ab nächste Woche an der Brooklyn Visions. Ich nicht? Ich löse mich doch nicht in Luft auf. Wir sehen uns trotzdem. Du wirst beschäftigt sein. Nicht so beschäftigt. Ich werde schon Zeit finden. Ganz ehrlich. Okay. Jetzt wird's schnulzig. Los, gehen wir hoch. Brooklyn's Vision? Sowieso nicht beim MIT, ey. Weil er dafür hätte umziehen müssen, ne? Ist das ein Massachusetts? Oder wie heißt? Schweres Wort. Hey, Dad. Hey, Miles. Hi, Mr. Davis. Findest die unten haben uns gesehen. Habt ihr beiden Spaß? Macht auf jeden Fall ein Foto von eurem Projekt. Dad, es ist keine große Sache. Doch, das ist eine große Sache. Okay, okay, wir machen ein Foto. Hab dich lieb, Dad. Wie, war das MIT nicht woanders? Ich weiß nicht genau. Ich glaube, hab ich verwechselt. Na, die Stadt. Also, unser Projekt ist da hinten. Okay. Ob unser Konverter angeschlossen ist? Der ist ansonsten nicht sinnlos. Aber sie müssen Biomasse zuführen. Vielleicht aus einem Mülleimer. Journey through the stars. Spacebound. Jetzt haben wir ein Videospiel. was haben wir denn hier noch für Kanister? Die Oscorp-Wissenschaftsstation auf einem von zwei stabilen Lagrange-Punkten zwischen Erde und Mond gelegen, könnte eines Tages das Zuhause von Wissenschaftlern und Forschern sein. Es wäre so cool, in einer Raumstation zu wohnen. Naja, Raumstation. Da kannst du auch nicht mal einfach mal so rausgehen. Oh, kann man hier zocken? Können wir uns hinsetzen? Nein? Schade. Hätte ja vielleicht auch wieder so ein Minispiel sein können. Wettrennen. Doch, hier auf der Seite ist noch was. Was ist das denn? Oscorp Materie? Oscorp finanziert die coolsten Forschungen. Ist das dein Traumberuf? Oscorp-Wissenschaftlerin? Nee, ich sehe mich nicht in einer großen Firma. Aber Forschung wäre schon cool. Ja. Kernenergie ist der Schlüssel zur weiteren Erkundung des interstellaren Raumes. Treibstoffeffizienz und Transport werden entscheidende Komponenten bei der Besiedelung der Planeten unseres Sonnensystems sein. Okay. Und darüber hinaus. Oscorp Atomreaktor. Rick arbeitet gerade an etwas, das Atomenergie überflüssig machen soll. Erfahren wir auch, was das ist? Nein, Roxxon hält das super geheim. Das Neutron, Nuform. So, hier haben wir ein paar... Grünanlagen für Sauerstoff. Der Anbau von Pflanzen in nährstoffreichen Flüssigkeiten, sogenannte Hydrokulturen, könnte Ackerbau im All Realität werden lassen. Ob damit im All Blumen wachsen können? Sie sind vermutlich mehr an Essen interessiert. Wieso? Willst du jemanden beeindrucken? Ich will vorbereitet sein.
falls ich mich in eine süße Astronautin verknalle. Okay. Oh, okay. Gefällt dir nicht die Vorstellung? So, das ist eine Landefähre. Eine der größten Errungenschaften der Menschheit verdanken wir dem Apollo-Raumfahrtprogramm. Die Mondlandung. Seitdem träumt die Wissenschaft davon, weiter ins Sonnensystem vorzudringen und es schließlich zu besiedeln. Cool. Mondfähre aus dem Apollo-Programm. Hey, wir könnten die Zeitkapsel danach benennen. Wie viele Apollo-Missionen gab es? 16... 17, glaube ich. Apollo 18. Gefällt mir. Apollo 18? Naja. Dieser Motor, beim Apollo-Raumfahrtprogramm eingesetzt, gehört zu den kraftvollsten Erfindungen, die Flüssigbrennstoff nutzen. Heute baut Oscorp auf dieser Technologie auf, um die Treibstoffeffizienz zu maximieren und so weitere Raumforschung zu ermöglichen. Die kraftvollste Einzeldüsenflüssigkeitsrakete, die je gebaut wurde. Sowas würde ich auch gerne bauen. Was willst du nicht alles bauen, ey? Dein Dad wollte ein Foto mit dir und dem Konverter. Wollen wir gehen? Noch ein nicht. Foto? Ich habe noch nicht alles gelesen. Mit Miles und dem Konverter? Ist das gleich der Konverter? Ah ja. Wir sind angekommen am Projekt der beiden hier. Ah ja, diese Würfel, da habe ich ja schon. Die habe ich ja schon in der Stadt gefunden. In den Zeitkapseln. Oh, weh! Na, sieh mal einer an. Echte, preisgekrönte Wissenschaftler. Wir wussten nicht, dass wir in der Sonderausstellung sind. Kostet extra. Wie bist du reingekommen? Hab ein Ticket gekauft. Wie seid ihr reingekommen? Nicht so wichtig. Hey, kommt mal her. Wir machen ein Foto. Du musst auch mit drauf sein. Du hast uns schließlich geholfen. Okay, okay. Gut, gut, gut. Rück mal. Das war doch ausverkauft, ey. Sag Allele! Das werde ich nicht sagen. Schöne Erinnerung. Tja, das waren noch gute Zeiten damals. Das Foto. Und da hat sie das Ding gebaut an der Ausstellungs... an dem Ausstellungs... Oh, oh. Und sie ist da! Finn, du musst wissen, ich höre dir nicht mehr zu. Das merke ich auch. Hammertyp. Jetzt kommen ihre Kollegen hier raus. Ich muss dir sagen, was mit dem Reaktor ist. Wir sind die geteilte Geschichte. Du bist nur ein billiger Abklatsch. Von was? Hey, halt das mal bitte! Ich zeig dir, was wir drauf haben. Ah, schubst mich nicht. Dann fällst du nicht auf, Spidey! Eine weniger. Der Zugang war dein letzter Fehler! Okay. Steht ihr noch auf der Decke? Oh ja. Boing. Noch einer? Boing. Zu schwer der Hammer, was? Aua. Alter, du. Davon kannst du noch mehr haben. Will aber gar nicht. Ich hab genug davon. Komm, lad mal. Ach, lad doch mal sau. Hier, Power auf. Dankeschön. Jetzt. Du glaubst, du kannst kämpfen? Jetzt ist er da. Oh, kommt schon. Das ist mein Lieblingsmuseum. Ja, meins auch. Seit heute. Okay, da hinten stehen also noch Scharfschützen. Ich muss mal Lebenspunkte aufladen, ey. Kopf hoch! Da! Habe ich hier nicht noch irgendwo Generatoren stehen oder so? Da! Puh, echt knapp. Echt knapp, was die Lebenspunkte angeht. Gut.
gehen wir erstmal. Kann ich mich nach oben boosten? Ja, da. Booste dich da hinten. Uah. Da hoch. Er ist viel zu schnell. Oh, Mann. Ich wollte da rauf. Dann war der Punkt ständig weg. Habe ich hingeguckt, da war er da, wollte ich hoch. Dann hat er es nicht gemacht. Dann gucke ich wieder hoch, ist der Punkt weg. Der Boostpunkt. Okay. Das erste Mal, dass ich in dem Spiel draufgegangen bin. In Folge 24. Gut, ich würde sagen, Leute, wir machen in der nächsten Folge weiter und bekämpfen die Leute dann. Dann machen wir die auch platt. So, jetzt ist mein Leben auch wieder voll. Aber ich fand es schon schön, die Vergangenheit nochmal so zu sehen. Das wollte ich mir gerne alles angucken in dem Museum. Ich fand es mega interessant. Waren coole Modelle dabei. Und dann kamen auch noch Peter und Otto Octavius vor. Cool. Also, vielen Dank fürs Einschalten. Lasst einen Daumen nach oben da. Und in der nächsten Folge geht's weiter hier in der finalen Story-Mission. Ciao, ciao.